Sehen wir derzeit die letzten Zuckungen der Bullen und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Es hat fast den Anschein, dass diese Rallye hier irgendwie ihren Saft verloren hat, ihre Kraft verloren hat und dass wir jetzt eigentlich schon das erste und wohl entscheidende Kursziel bei 9.900 Punkten erreicht haben und es jetzt nicht weitergeht. Es ist, wenn man vorsichtig formulieren will, heute ein sehr ruhiger Handelstag. Das Einzige, was ein bisschen nach oben geht, ist das Öl. Das bewegt sich, nachdem Genscape, ein Unternehmen, das spezialisiert ist auf die Lagerung von Öl, sagt, ja, die Lagerbestände, die sind wieder ein bisschen zurückgegangen. Das gibt dem Ölpreis Auftrieb, das gibt den US-Indizes Auftrieb und ohne die US-Indizes, so hat man den Eindruck, passiert beim DAX gar nichts oder es geht nach unten. Das ist derzeit die Lage. Es gibt Warnzeichen technischer Natur, was den DAX betrifft. Wir sehen beim MACD schon erste Schwächezeichen, sehen, dass da möglicherweise hier die Party jetzt schon gelaufen ist. Wie gesagt, es sind die Amerikaner, die den DAX noch nach oben oder einigermaßen oben halten. Die innere Kraft ist derzeit beim deutschen Leitindex nicht mehr da. Viele Analysten in den USA sagen, ja, wir bevorzugen, wenn überhaupt, amerikanische Aktien gegenüber europäischen Aktien, denn da sind uns die Risiken Brexit etc. etc. zu groß, deswegen bleiben wir lieber in den USA. Man sieht auch, by the way, am Anleihemarkt heute eine ziemlich Divergenz, ein ziemliches Auseinanderlaufen zwischen den europäischen Staatsanleihen, die sich ziemlich gut halten, und den US-Staatsanleihen, die unter Druck kommen, weil eben in den USA man irgendwie die Headline vom Arbeitsmarktbericht ernst nimmt und sagt, war doch ein wunderbarer Arbeitsmarktbericht. Da bleibt man an der Oberfläche und guckt die Zahlen nicht genauer an und deswegen sind die US-Anleihen unter Druck, die europäischen dagegen weniger. Ansonsten, wie gesagt, es ist eine ziemlich ruhige Veranstaltung. Wir haben heute die latente Absage von Bank of Japan-Chef Kuroda an weitere Stimulusmaßnahmen, jetzt auf der Sitzung schon Mitte März. Wir haben dann den Volkskongress in China, der die Verschuldung Chinas erlaubt heraufzufahren von derzeit 2,3% auf in 2016 3,0%. Das hat durchaus Marktreaktionen hervorgerufen. Zum Beispiel ist Eisenerz heute massiv nach oben geschossen. Die Futures, größter Anstieg der Geschichte oder seit es diese Futures gibt, weil man eben spekuliert, okay, wenn die Verschuldung raufgehen kann in China, die Staatsverschuldung, nämlich die Verschuldung zum BIP in 2016 auf dann 3%, dann wird das Stimulusmaßnahmen bringen, wird Infrastrukturprojekte bringen. Das ist wiederum gut für Stahl und was gut für Stahl ist, ist gut für Eisenerz. Das ist also die Logik, die allerdings nicht sehr nachhaltig ist, denn China hat klar gemacht, das große Stimulusprogramm wird nicht kommen. Man genehmigt vorzeitig irgendwelche Projekte, die ohnehin genehmigt würden, um so ein bisschen die Konjunktur anzuschieben, vor allem in den Provinzen. Das war es aber schon. Also hier wieder ein paar Verrücktheiten aus China. Ähnelt alles so ein bisschen dieser paranoiden Rallye, bevor es dann im Sommer 2015 ja zu den Crash kam am chinesischen Aktienmarkt. Wir wollen gleich mal rein in die Charts und gucken, was sich da abspielt, was sich da tut. Und wir starten mit dem DAX, der zunächst mal heute sogar unter die 9700er Marke gefallen ist. Diese wichtige Unterstützung im Bereich 9690, so muss es heißen, getestet hat. Dann gingen wir nach oben, dann waren wir so ein bisschen unentschlossen. Jetzt so leichte Aufwärtstendenz 9746 eben mit den stärkeren US-Märkten. Schauen wir uns den DAX im längeren Zeitfenster mal an, da sehen wir, ja, so wahnsinnig viel ist nicht passiert heute. Wir haben diese Dochte hier nach unten, wir haben diesen Docht nach oben bei der 9900er Marke, aber so richtig schön ist diese Formation auf der Bullenseite hier nicht. Also man hat nicht das Gefühl, dass jetzt sofort der nächste Schwung nach oben kommt. Ausgeschlossen ist es nicht, möglicherweise haben die Amerikaner noch ein bisschen Kraft und ziehen den DAX mit nach oben. Aber wetten würde ich nicht darauf. Da sind sie schon, die Amerikaner, hier sehen wir den Dow 17.021. Und interessanter ist da fast schon der Vergleich zwischen dem DAX und dem Dow Jones. Da sehen wir hier den DAX, naja, so mehr oder weniger seitwärts. Und die Amis, die powern rauf. Und warum powern sie rauf? Deshalb, weil hier der Ölpreis nach oben läuft. Und warum läuft der nach oben? Weil eben viele Shorts sind vorwiegend. Es gab jetzt schon innerhalb dieser Woche, wie die Daten der CFTC gezeigt haben, doch signifikante Short-Eindeckungen, also diejenigen, die Short waren, haben ihre Position eindecken müssen, haben kaufen müssen faktisch, das hat den Preis nach oben gebracht, aber wie gesagt, die fundamentale Lage, die spiegelt das nicht wider. Es gibt nach wie vor diese OPEC, Nicht-OPEC-Treffen-Gerüchte, heute hat der Ölminister der Vereinigten Arabischen Emirate gesagt, nee, also ich habe keine Einladung dazu bekommen, also viel Gerüchte, viel
bla bla, wenig Konkretes, aber der Ölpreis ist in einer Aufwärtskorrektur, die möglicherweise noch hier beim WTI bis zur 40er Marke reichen kann, vielleicht knapp 40, das war's, aber dann dürfte diese technische Reaktion beendet sein. Schauen wir uns mal den Euro-Dollar an. 1,077 geht so ein bisschen jetzt wieder nach oben, 1,089. Wir sind so wieder in Sichtweite der 1,10er Marke, aber so richtig eine Entscheidung vor der EZB-Sitzung am Donnerstag wird wohl nicht fallen, und letztendlich ist es das, worauf die Märkte warten, auf die EZB-Sitzung. Das ist all das, was wohl den weiteren Weg der Märkte steuern wird. Schauen wir uns mal den Dollar-Yen, dann sehen wir hier nach wie vor latente Schwäche, 113,61. Wie gesagt, diese Absage von Kuroda, vom Notenbankchef, 113,51 jetzt, die dürfte sich früher oder später noch auswirken. Wenn die Bank of Japan nichts macht, dann wäre das positiv für den Yen, was negativ für die Aktienmärkte ist. Gold hält sich durchaus respektabel bei 1267, und schauen wir uns nochmal zwei Aktien an, die hier im DAX die Verlierer sind. Das ist einerseits eine Volkswagen, auch wenn jetzt in den letzten Minuten hier ein bisschen was nach oben geht. Nachrichtenlos im Grunde. Das andere, wobei die deutsche Regierung gesagt hat, man vertraut sozusagen auf Volkswagen und auf die Aufklärungsarbeit, die man da leistet. Naja, okay, wir sehen hier die Deutsche Bank, die heute wieder mal nach langer Gewinnstrecke einen kleinen Rücksetzer macht, zu den schwächeren Werten im DAX gehört. Also das ist so ein bisschen das, was sich heute abzeichnet. Die Aktien, die stark im Plus waren in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, die geben jetzt ein bisschen nach. Das sind Gewinnmitnahmen. Da ist einfach der Sprit so ein bisschen raus, da ist so ein bisschen der Zug raus. Und das gilt ja heute für den Handelstag insgesamt. Wie gesagt, ohne die Amerikaner sieht der DAX schlechter aus. Und die Frage ist, haben die Amerikaner noch die Kraft, den DAX mit nach oben zu ziehen? Die 9.900 wird wichtig, darauf sollten sie achten, wenn der DAX da nachhaltig drüber geht. Dann ist durchaus mal noch Luft nach oben, vielleicht bis 10.115. Aber übergeordnet sind jetzt die Risiken auf der Unterseite höher als die Chancen auf der Oberseite. Es sei denn, es geschieht ein Wunder, und Wunder gibt es ja in Amerika, wie wir anhand von Donald Trump sehen, immer wieder. Also soll man sich da nicht so sicher sein. Ich wünsche einen schönen Feierabend. Bis dann. We'll be right back.